Hallo, ich begrüße dich. Mein Name ist Annika Easterling und ich begrüße dich zu dieser Klasse mit dem Namen Grow Your Roots. Es geht heute darum, sich wirklich zu verankern und zu verwurzeln. Eine Klasse, die besonders dann wertvoll ist, wenn du viel Aktivität hast in deinem Leben. Und das heißt nicht unbedingt physisch, dass wir von A nach B rennen, aber vielleicht ist unser Kopf total aktiv, weil wir viel denken und grübeln, vielleicht sogar im Stress sind. Und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, man verliert den Boden unter den Füßen. Und genau diesen Boden holen wir uns heute zurück, dieses Gefühl von Erdung. Wir werden dafür ganz viel mit den Füßen heute arbeiten. Ich werde euch einige Übungen aus der Fußtherapie mitgeben. Wir werden aber auch auf dem Bolster zu liegen kommen und wir brauchen zwei Blöcke heute für die Praxis. Wenn du das zu Hause haben solltest, hol dir das bitte. Ansonsten kannst du natürlich auch einfach nur irgendwelche Kissen vom Sofa dir schnappen oder eine Decke zusammenrollen. Und statt der Blöcke funktionieren auch dicke Bücher besonders gut. Vielleicht hast du zwei gleich große Bücher, das wäre sehr wertvoll. Und das ist auch schon alles. Ich zeige dir heute ein paar Übungen, die das Nervensystem beruhigen und an sich ist es eine wunderbare Klasse, um danach besser zu schlafen. Also, komm in einen bequemen Sitz und wir starten hier mit unserem Atem. Wenn du soweit bist, schließ bitte deine Augen. Deine Hände ruhen angenehm auf den Oberschenkeln und zwar so, dass die Ellenbogen ganz locker unter deinen Schultern sind. Richte dich von innen heraus noch einmal tief auf. Und mit der Ausatmung erde beide Sitzknochen gleichmäßig nach unten in den Boden hinein. Atme hier tief ein über die Nase und dann alles einmal über den leicht geöffneten Mund aus. Atme bitte nochmal tief ein. Und alles über den leicht geöffneten Mund aus. Tief ein. Alles und vollständig aus. Sehr gut. Dann schließ bitte deinen Mund und atme nur noch über die Nase ein und aus. Und wenn du mit der Ujjayi-Atmung vertraut bist, atme Ujjayi Pranayama. Lass den Atem in diesem Moment wichtiger und hörbarer werden für dich als deine Gedanken. Nutz den Atem, um die Aufmerksamkeit, die du hast, auf sich zu ziehen. Und lass diesen Atem ganz bewusst durch die Mittellinie deines Körpers hindurchfließen, sodass du über den Atem mehr in die Zentrierung kommst. Folge mit deiner ganzen Aufmerksamkeit der Bewegung des Atems. Und dann helfe ich dir, dich über den Atem zu erden und zähle mit, dass du auf 4 einatmest und auf 6 ausatmest. Atme vollständig aus und dann atme ein, zwei, drei, vier, atme aus, zwei. 3, 4, 5, 6. Atme ein. 2, 3, 4. Atme aus. 2, 3, 4, 5, 6. Atme ein. Atme aus. Nochmal ein. Und doppelt so lange aus jetzt. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann komm in deinen ganz natürlich fließenden Atem hier. Lass dein Kinn Richtung Brustkorb sinken auf der nächsten Ausatmung. Blinzel die Augen auf und dann einatmen, heb die Arme über die Seiten hoch nach oben. Auf der Ausatmung führ die Hände vor dem Herzen zusammen und das wiederholen wir nochmal. Atme ein, heb die Arme über die Seiten nach oben. Atme aus, senk die Hände vor dein Brustbein, mit dem Daumen am Brustbein hebt dein Herz. Und dann twiste dich komplett nach rechts, ich spiegel dich hier. Twiste dich nach rechts, soweit du kannst, ohne deine Hände für diesen Twist zu benutzen. Einatmen, dreh dich bitte zurück auf in die Mitte. Ausatmen, wir twisten zur anderen Seite. Also aktiviere deinen Core, zieh den Bauchnabel ein, führ die Schulterblätter auf dem Rücken zueinander.
Einatmen, komm zurück. Ausatmen, löst die Hände. Wir wechseln einmal das ungewohnte Bein nach vorne, bitte. Hebt dann einatmen die Arme wieder nach oben. Auf der nächsten Ausatmen verschränkt die Hände ineinander. Handinnenflächen kommen nach oben zur Decke. Halte beide Sitzknochen fest verankert auf dem Boden. So finde hier deine Wurzeln über die Sitzknochen zur Erde. Und dann lehne dich rüber nach rechts. Achtung, halte den linken Sitzknochen so gut du kannst fest auf der Matte. Einatmen, komm zurück und dann ausatmen, rüber zur anderen Seite. Atme tief ein für Länge in der Wirbelsäule. Halte die Länge, ausatmen, erde dich vom Becken nach unten in den Boden. Atme ein, komm zurück nach oben. Löst die Hände und ich setze die rechte Hand rechts vor mir ab. Heb den linken Arm über den Kopf. Neig jetzt langsam den Ellenbogen zum Boden und eventuell kannst du ihn sogar ablegen. Von hier führ die Innenseite vom oberen Arm mehr nach hinten. Okay, dreh den kleinen Finger nach unten zum Boden und dann öffne dein Herz unter dem Arm hindurch zur Decke für noch einen bewussten Atemzug. Achte auf dein Fundament, beide Sitzknochen bleiben unten. Einatmen, richtest du dich auf. Für die linke Hand diesmal nach links außen. Rechter Arm geht über den Kopf und dann beugt den Ellbogen. Vielleicht kannst du ihn absetzen, ist kein Muss, aber vielleicht passiert es heute. Und dann für die Innenseite vom oberen Arm mehr nach hinten und dreh die untere Seite vom Herzen nach oben zur Decke. Finde dein Fundament hier, nicht nur im Atem, aber vor allem auch mit beiden Sitzknochen auf dem Boden. Für noch einen Atemzug. Und dann komm langsam zurück. Sehr gut. Einmal setz beide Hände auf in den Vierfüßler. Sortier die Knie unter die Hüfte, Hände genau unter die Schulter. Streck das rechte Bein nach hinten aus, schüttel das Bein einmal komplett aus, als ob du alles, was heute tagsüber passiert ist, rausschütteln könntest. Und dann wechsel die Seite links, einmal schüttel alles. Tiere tun das tatsächlich. Die lassen so alles los, was sie gerade erlebt haben. Bring das Knie zurück. Stell den rechten Fuß auf. Linke Fuß dazu. Wir sind in der Liegestütz. Beug die Knie und schieb dein Gesäß hoch nach oben. Jetzt kannst du ein bisschen Fahrrad fahren auf der Stelle. Im Wechsel erde die Fersen nach hinten, unten. Komm erstmal an hier im Körper, so ein bisschen Freestyle. Tu wirklich das, was der Körper jetzt gerade braucht. Und vertrau dir auch, dass du genau weißt, was du brauchst. Ein bisschen wie eine Katze, die sich so regelt und streckt. Auch in den Schultern, nimm die Bewegung an, die sich gut anfühlt. Komm erstmal an. Und dann lauf dich bitte mit den Füßen nach vorne zum Anfang der Matte. Stell die Füße hüftbreit auf dem Boden auf. Zweiter Zeh ist in einer Linie mit der Mitte der Ferse. Und diese beiden Linien sortiere ich parallel zueinander. Und dann sinken wir in die erste tiefe Vorwärtsbeuge. Das, was gerade geht, so verlang nicht zu viel von dir selbst und spür eher mal hinein, wie sich das anfühlt. Und auf der Rückseite des Körpers entspann den Kopf und den Nacken. Okay, atme ein, heb dein Brustbein und dann ausatmen, beug dich nochmal tiefer. Lauf jetzt mit den Füßen nach hinten bis zur Mitte der Matte und komm noch einmal zum Sitzen. Okay, finde deinen Sitz. Jetzt stoppe ich dich direkt hier vorne, weil ich dir eine Sache zeigen möchte. Und zwar, wie sehr deine Fußsohle verbunden ist mit den ganzen Faszien in deinen Beinen. Schnapp dir den Fuß, der als erstes in deine Hände hineinkommt und dann nimm deine Daumen und massier bitte einmal komplett die ganze Fußsohle durch. Da, wo es sich gut anfühlt. Sei wieder sehr intuitiv. Und dann drück und baue so ein bisschen Druck auf. Geh auch über die Ferse und dann hast du hier diesen Fußbogen. Und ich möchte, dass du einmal auch mit den Daumen den Fußbogen entlang gehst, bis zum großen Zehenballen, das ist der hier. Und den großen Zeh, vielleicht jeden kleinen Zeh, dir einmal schnappst und durchmassierst. Zurück zur Fußsohle. Und ich sag dir, du bist nicht nur an deiner Fußsohle, das ist eine ganze Landkarte hier von deinem Körper.
Okay, der fühlt sich wahrscheinlich jetzt schon relativ warm und aufgewärmt an. Wir wechseln die Seite und nehmen hier einmal wieder unsere Daumen, um die Fußsohle zu bearbeiten. Achte auf deinen Atem. So häufig, wenn wir so konzentriert arbeiten, hören wir auf zu atmen. Und dann nimm auch die Ferse. Schau dir den Fußbogen an. Und zwar ist es ein Spiegel von deiner Wirbelsäule hier. Lass dich nicht verwirren. Wir kriegen hier manchmal Besuch. Ginger und Buddy heißen die Katzen, falls du dich das gefragt hast. Und es sind Burmesen. Und sie kommen sehr gerne vorbei, wenn hier Yoga passiert. Und dann massiere auch den großen Zehenballen und den großen Zeh. Und die anderen Zehen. Und dann geh nochmal zurück. Fußsohle. Kraftvoll. Wirklich. Einmal hier den Fuß aufwecken. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wir kommen zurück an den Anfang der Matte. In die stehende Vorwärtsbeuge. Separier die Füße hüftbreit. Zweiter Zeh in einer Linie mit der Ferse. Setz die Hände auf, den Boden auf. Wenn du Blöcke brauchst oder was Höheres, schnapp dir deine Bücher. Atme ein, heb dein Herz. Ausatmen, jetzt neig dich tiefer nach unten in die Vorwärtsbeuge und spür jetzt nochmal hinein, ob es nicht vielleicht ein bisschen leichter geht hier, nur weil du die Füße eben massiert hast. Spannend, richtig? Atme ein, heb dein Herz, Brustbein. Auf der Ausatmung setz den rechten Fuß hinter dir auf. Schau, dass die Füße hüftbreit sind. Wir sind im Ausfallschritt. Beug das vordere Bein. Und dann verlage dein Gewicht so ein bisschen mehr vorne, nach hinten, von vorne, nach hinten. Und dann schau, wo hast du gleich viel Gewicht in beiden Füßen. Wenn du das hast, löse die Hände, schick die Arme lang nach vorne. Ausatmen, schwing die Arme lang nach hinten. Flying Warrior. Atme ein, bring die Arme lang nach vorne. Ausatmen, schwing die Arme lang nach hinten. Setz die Hände ab und dann mach bitte einen Schritt nach vorne. Tauch tief über beide Beine. Atme ein, heb dein Herz. Und dann setz den linken Fuß hinter dir ab. Schau, dass die Füße hüftbreit sind. Es gibt dir mehr Stabilität und das ist genau das, was wir heute suchen in der Praxis. Verlage dein Gewicht ein bisschen von vorne nach hinten. Und dann kannst du dein Gewicht gleichmäßig verteilen, dass sowohl der vordere Fuß dein Gewicht trägt, als auch der hintere. Sink 90 Grad ins vordere Bein. Wenn du das gut hast, löse die Hände, schick die Arme nach vorne. Benutz den hinteren Fuß, genauso wie den vorderen. Schwing die Arme nach hinten. Einatmen, Arme nach vorne. Ausatmen, Arme nach hinten. Letztes Mal, atme ein, schwing die Arme nach vorne. Setz die Hände ab. Liegestütz, rechte Fuß geht nach hinten in die Liegestütz. Auf der Ausatmung, leg dich ab nach unten auf die Matte. Verschränk die Hände hinter dem Rücken ineinander. Jetzt heb bitte einmal dein rechtes Bein an. Schieb das rechte Bein mehr nach hinten, leg es ab. Heb das linke Bein an, schieb es mehr nach hinten, leg es ab. Und dann erde jeden deiner 10 Zehennägel fest in den Boden, sodass die Beine kraftvoll werden. Verlängere dein Steißbein nach unten, um das Herz anzuheben. Schieb auch nun die Hände Richtung Fersen nach hinten. Shalabhasana. Atme hier. Löse die Hände, platziere die Hände zu beiden Seiten des Brustkorbs über die Knie. Komm in ein langgezogenes Kind, in den nach unten schauenden Hund. Atme tief ein hier. Alles über den leicht geöffneten Mund aus und schüttel den Kopf ja und schüttel den Kopf nein. Und spann hier den Nacken. Lass den Kopf zur Ruhe kommen. Drück in die Hände, um die Arme zu aktivieren. Heb die Arme höher, ohne dass du die Hände versetzt. Finde die Einatmung zur Rückseite des Herzens, um von dort tiefer nach unten zu sinken. Einmal noch starke Arme und mehr Weichheit im Herzen. Lauf dich dann bitte mit den Füßen nach vorne zum Anfang der Matte. Atmen ein, heb dein Herz, Brustbein. Auf der Ausatmung tauch nochmal tiefer nach unten. Und dann richte dich komplett auf, nach oben zum Stehen. Ausatmen, bring die Hände vor dem Herzen zusammen. Schauen uns die Füße noch einmal an.
Setzen Sie wieder hüftbreit auf und dann auf der Einatmung zieh die Zehen an. Und dann drück bitte nur den großen Zehenballen fest in den Boden. Spreiz die Zehen auseinander und setz sie dann auf der Matte ab. Okay, keine Angst, deine Füße werden nicht größer. Du bleibst bei der gleichen Schuhnummer. Atme ein, hol dir die Zehen nochmal hoch. Und wir setzen mal nur den kleinen Zeh ab. Und dann die anderen dazu. Atme ein. Heb nochmal alle Zehen hoch, bitte. Fühl richtig, wie die Kraft jetzt aus den Füßen hochgeht bis zum Becken. Kniescheiben werden aktiv. Erde den großen Zehenballen. Achtung. Erde den kleinen Zeh. Und versuch mal, die drei in der Mitte noch kurz oben zu halten, bevor du sie absetzt auf der Matte. Waha! Atme ein, komm auf die Zehenspitzen. Und ausatmen, langsam zurück nach unten. Das machen wir gleich nochmal. Einatmen, komm auf die Zehenspitzen. Und ausatmen, langsam zurück nach unten. Einmal noch und das kurbelt das ganze Lymphsystem ab. Hoch auf die Zehenspitzen. Langsam zurück nach unten. Zieh die Zehen nochmal hoch. Setz den großen Zeh ab. Spreiz den kleinen nach außen. Setz die anderen dazu. Und dann einatmen, du bist immer noch am Anfang deiner Matte, richtig einatmen, komm auf die Zehenspitzen hier, heb die Arme mit hoch, auf der Ausatmung, führ die Hände vor dem Herzen zusammen, leichte Beugung in den Knien, tauch mit dem Oberkörper nach unten, Brustkorb über die Beine, setz die Hände ab und dann erde die Fersen, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, platziere den rechten Fuß hinter dir, hinteres Knie kommt zur Matte, einatmen, heb die Arme, Low Lunge, ausatmen, setz die Hände wieder ab, auf der Einatmung strecken das vordere Bein für Runner Stretch, ausatmen, setz den vorderen Fuß ab, sink tiefer mit dem Becken, heb dein Herz und dann öffnen wir hier nochmal die Rückseite vom Bein, stell den Fuß ab, öffnen die Hüfte hier und den Hüftbeuger. Einmal noch, streck das vordere Bein, zieh die äußere linke Hüfte nach hinten und dann bleib tief hier. Mit dem Becken unten, heb dein Herz für noch einen Atemzug. Drück gut in den hinteren Fuß, löst das hintere Knie vom Boden. Komm einatmen nach vorne, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, zieh dich tiefer über beide Beine und es fühlt sich jetzt wahrscheinlich unterschiedlich an. Heb dein Herz, wechsel die Seite, sodass wir es wieder ausgleichen. Linke Fuß geht nach hinten. Schau, dass die Füße hüftbreit auf dem Boden sind. Dann platziere das hintere Knie. Auf der Einatmung heb die Arme und den Oberkörper. Low Lunge. Ausatmen, setz die Hände ab. Und dann einatmen, streck das vordere Bein. Runner Stretch. Ausatmen, setz den Fuß ab. Heb dein Herz. Und nochmal streck das vordere Bein. Ausatmen, setz den Fuß ab, heb dein Herz, letzte Runde, einatmen und ausatmen, setz den Fuß ab, heb dein Brustbein. Hier, bleib hier noch für einen Atemzug und dann löst das hintere Knie vom Boden, Schritt nach vorne bitte. Ausatmen, tauch tief über beide Beine. Auf der nächsten Einatmung richte dich vollständig auf, nach oben zum Stehen. Ausatmen, bring die Hände vor dem Herzen zusammen. Bleib gerne am Anfang deiner Matte stehen. Heb die Zehen nochmal hoch nach oben. Setz den großen Zeh ab, spreiz alle Zehen auseinander. Schaff wirklich Raum mit deinen Füßen und verwurzel dich nach unten. Und jetzt bitte ich dich, dass du den großen Zehenballen in beiden Füßen fest in den Boden drückst, die innere Ferse dazu nimmst. Halte diese beiden Punkte. Erde, den kleinen Zehenballen und die äußere Ferse. Das ist das Fundament in deinen Füßen. Und wenn du das hast, dann heb den inneren Fußbogen hoch. Und das tust du, indem du den großen Zehenballen zur inneren Ferse ziehst. Und wenn du genau hinschaust zu deinen Füßen, wirst du merken, dass das Fußgelenk jetzt genau in die Mitte kommt. Und damit die perfekte Ausrichtung bildet für deine Knie, deine Hüfte, deine Wirbelsäule und deinen Kopf.
Okay, so wann immer wir mit den Füßen arbeiten, arbeiten wir mit dem ganzen Körper. Rotiere die Oberarme nach außen. Lass die Arme zu beiden Seiten kommen hier für Tadasana. Finde einen Blickpunkt hier, der fixiert ist. Finde noch zwei bewusste Atemzüge. Und dann von hier beugt die Knie, bring die Hände vor dem Herzen zusammen. Ich verlagere mein Gewicht, spiegel dich nochmal auf den rechten Fuß, okay? Und dann wickele ich mein linkes Bein um das rechte Bein herum. Und vielleicht kommt der Fuß noch einmal hinter der Wade auf der anderen Seite vorbei. Und selbst wenn nicht, halte hier, flex die Zehen. Spannung bis in den kleinsten Zeh hier. Mit dem rechten Bein oben. Streck die Arme lang nach vorne aus und bring den linken Arm, so mit dem rechten Bein oben, bring den linken Arm, also einmal entgegengesetzt, übereinander. Bring die Hände zusammen für Garudasana. Setz dich tief im Becken, schieb die Ellenbogen nach vorne weg, dass die Schulterblätter sich auf der Rückseite weiten. Halte das. Und dann führ die unteren Rippen nach hinten, um den Rücken noch voller zu machen. Für einen bewussten Atemzug. Halte deine Aufmerksamkeit für den Weg wieder raus. Komm zurück. Tadasana. Auf der Einatmung hol dir die Zehen nach oben. Spreiz die Zehen, große Zehen im Boden, alle anderen. Bau die vier Punkte auf in den Füßen. Vielleicht ein bisschen schneller jetzt. Große Zehen, Ballen, innere Ferse, Ballen vom kleinen Zeh, äußere Ferse. Heb die Fußbögen an. Rotier die Schulterköpfe nach hinten. Verlänger die Arme zu beiden Seiten des Beckens. Und dann bring dein Gewicht in deinen linken Fuß, beug die Knie dabei und dann wickeln wir diesmal das rechte Bein über das linke. Mit dem rechten Bein über dem linken, führ die Arme nach vorne und kreuz die Arme. Und dabei fällt mir ein, ich könnte dich gerade durcheinander gebracht haben, weil ich aufgehört habe zu spiegeln, so sorry dafür. Aber dann mach einfach genau die andere Seite von dem, was du gerade gemacht hast. Dann meinte ich es zu gut und habe mich selber vertan. Schieb die Ellenbogen nach vorne, weite die Schulterblätter auseinander. Und schieb jetzt den Rippenbogen nach hinten, dass der Rücken sich richtig so aufpufft, wie so eine Art Fallschirm, der aufgeht. Und dann einatmen, komm langsam wieder zurück in Tadasana, die Berghaltung. Jetzt brauchen wir die beiden Blöcke, beziehungsweise zwei Bücher, wenn du hast. Und ich stelle meine so ein bisschen schräg auf hier. Und beginne mit meinem rechten Bein. Ich spiegel dich jetzt einfach mal nicht. Ich mache rechts, du machst rechts. Und zwar setze ich meinen großen Zehenballen und den Ballen vom kleinen Zeh auf den ersten Block oder das Buch und die Ferse hinten auf den zweiten. Spannend ist, dass sich das gleich komplett anders anfühlen wird, als wenn du auf dem Boden stehen würdest. Wir kommen in Vrikshasana, den Baum, okay? Standbein ist das rechte. Du nimmst dir den linken Fuß an den Unterschenkel, Stufe 1, oder an den Oberschenkel für Stufe 2. Achte darauf, dass die Fußspitze nach unten zeigt und nicht nach vorne kommt, okay? Finde deine Stufe, wo du heute sein möchtest. Drück den Fuß gegen das Bein gegen den Fuß. Und dann bring die Hände vor dem Herzen zusammen. Spann die Schlüsselbeine auf, dass der Brustkorb weit bleibt. Und du merkst wahrscheinlich so, dass der Fuß mehr arbeitet als sonst, wenn er einfach nur auf dem Boden steht. Halte das hier. Aktiviere dein Standbein. Für noch einen bewussten Atemzug. Und dann ausatmen, löst das Ganze auf und stell dich einmal neben deinen Blöcken ab. Okay. Spür mal rechts, spür links. Die Seite, mit der du gerade gearbeitet hast. Fühl mal, ob du dich mehr mit dem Boden verbinden kannst nach unten. Tendenziell ist es der Fall. Weil wenn wir uns in unseren Füßen verankern, können wir uns eigentlich erst wirklich, auch auf der nervlichen Ebene, auch auf der wahren, lebendigen, in unserem Leben-Ebene mit dem Boden verbinden und Wurzeln finden. Also wir machen die zweite Seite. Erden den großen Zehenballen, den kleinen Zehenballen auf dem ersten, Ferse hinten,
Komm in Vrikshasana. Das kann hier unten sein, vollkommen fein. Oder du kommst hoch. Fußspitze zeigt nach unten. Bring die Hände vor dem Herzen zusammen. Und es hilft, wenn dein Blick ruhig ist und sich nicht verändert. Lass den Atem gleichmäßig fließen. Und du merkst kleine Bewegungen in deinem Fußgelenk wahrscheinlich, in der Fußsohle. Ist okay. Genau das wollen wir. Wir wollen diese ganzen kleinen Muskeln, die faul geworden sind wahrscheinlich durch Schuhe und Einlagen, wollen wir wieder zu Leben verhelfen. Noch einen Atemzug. Und dann komm langsam wieder zurück nach unten. Stell dich nochmal fernab von deinen Blöcken auf den Boden. Ganz bewusst vom Becken. Fühl die Verbindung über die Beine nach unten zum Boden. Und ich hoffe, es fühlt sich schon ein bisschen anders an. Wir nehmen die Blöcke oder wir lassen die Blöcke da, wo sie sind. Ich gebe mir ein bisschen mehr Platz, dass du mich besser sehen kannst. Und ich starte nochmal mit dem rechten Fuß auf den Blöcken. Wir verbinden jetzt zwei Übungen miteinander. Es wird noch einmal ein bisschen Arbeit für deinen Fußbogen. Greif dir das linke Knie, zieh es einmal zu dir ran, löse die Hände und mit der nächsten Ausatmung lehn den Oberkörper nach vorne, indem du das linke Bein nach hinten streckst, findest du die Standwaage. Gibt Tage, da geht es einfach, gibt Tage, da ist es schwieriger, alles okay. Komm zurück, einatmen, ausatmen, verlängere das linke Bein nach vorne. Einatmen, zieh das Knie wieder zu dir ran und ausatmen, Krieger 3. Okay, bleib voll in deiner Präsenz. Einatmen, Knie wieder hoch, ausatmen, streck das Bein nach vorne, zieh das Knie wieder zu dir ran und ausatmen, streck das Bein nach hinten, löse die Arme parallel zum Becken nach hinten. Okay, letztes Mal, bring das Knie zu dir ran. Streck das Bein nach vorne und die Arme über den Kopf. Und dann Hände vors Herz, Fuß zurück nach unten, löst dich vom Block, schüttel einmal alles aus. Denk nochmal dran, um wirklich was loszulassen, tut es so gut. Schüttel alles aus, mach dich frei, wie es auf der ersten Seite war. Das andere kann jetzt komplett anders sein. Komm auf den linken Fuß, finde erstmal deine Balance und dann schnapp dir das rechte Bein. Diese Übungen sind übrigens fantastisch, wenn du Golf spielen solltest oder Tennis spielst. Für all diese Sportarten, wo ein stabiler Stand wichtig ist. Hände vors Herz, lehn dich nach vorne. Okay, und dann bring das Knie zurück. Und schau mal, wie weit du gehen kannst, indem du das rechte Bein nach vorne streckst. Komm zurück, finde einen gleichmäßigen Flow für dich. Auf der Einatmung finden wir immer den Weg zur Mitte und auf der Ausatmung strecken wir das Bein weg, entweder nach vorne oder nach hinten. Einmal noch hier, streck das Bein nach hinten, löst die Arme, okay, bring die Hände wieder vors Herz und dann streck das Bein nach vorne, Arme hoch, Knie wieder zurück. Und dann stell beide Füße auf den Boden ab, schüttel ein letztes Mal alles aus. Und dann dürfen die Blöcke erstmal zur Seite kommen. Der schwierige Part ist getan. Wir haben aber noch eine Stammstellung, bevor es nach unten geht auf den Boden. Bring die Füße bitte in die weite Grätsche, heb die Arme auf Schulterhöhe und sortiere die Fußgelenke unter die Handgelenke. Das ist meistens weiter, als wir denken. Bring die Hände in die Hüfte. Und dann dreh bitte deinen rechten Fuß auf. Schau für einen Moment nach hinten zum hinteren Fuß und ich möchte, dass du die Außenkante so fest in den Boden drückst, wie du nur kannst. Das ist jetzt dein Anker. Von dort sink tief ins vordere Bein. Heb die Arme für Krieger 2. Atme tief und gleichmäßig ein und aus. Blick geht über die rechte Hand. Für noch einen Atemzug. Einatmen, drück in den vorderen rechten Fuß, streck das Bein, Hände in die Hüfte. Und dann dreh den rechten Fuß ein und den linken Fuß auf, bitte.
Blick nach hinten zum rechten Fuß. Das ist der wichtigere Fuß hier in den Standstellungen. Erde die Außenkante. Bau den Fußbogen auf und dann sink tiefer ins vordere Bein. Heb die Arme auf Schulterhöhe. Dreh den Kopf und den Blick nimmst du über deine linke Hand. Und dann bleib präsent in der Außenkante vom rechten hinteren Fuß. Und je fester du dort in den Boden drückst, desto mehr kannst du tiefer hier ins vordere linke Knie sinken. Drück dann in den vorderen Fuß, um hochzukommen. Löst die Hände und wechsel bitte einmal noch zur ersten Seite. Hintere Fußbogen drückt in den Boden, vordere Fußbogen hebt sich und von dort sinkt tiefer ins vordere Bein. Heb die Arme auf Schulterhöhe, platziere diesmal deinen rechten Unterarm auf dem rechten Oberschenkel. Schick deinen linken Arm vors Gesicht, integriere einatmen den Oberarmkopf und dann ausatmen, führ den Arm komplett jetzt über den Kopf und dreh dich langsam auf unter der Achselhöhle nach oben. Zur Decke. Atme tief ein hier und vollständig aus. Nochmal tief ein. Alles aus. Und dann einatmen, richte dich auf. Und wir wechseln zur anderen Seite. Der rechte Fuß dreht ein, linke Fuß dreht auf. Finde deinen Anker im hinteren Fuß. Verwurzel dich. Heb die Arme auf Schulterhöhe, beug das linke Bein. Tiefe Einatmung hier, auf der Ausatmung platziere deinen linken Unterarm auf dem Oberschenkel. Rechter Arm geht nach vorne. Integriere den Oberarmkopf im Schultergelenk, führe den Arm über den Kopf. Dreh dich langsam mit der unteren Seite des Herzens höher auf nach oben. Immer wieder finde deinen Anker hinten im hinteren Fuß. Und es gibt dir so viel Stabilität, dich hier drin zu halten. Einatmen, komm zurück nach oben. Und dann dreh bitte beide Füße parallel zueinander. Nimm die Hände in die Hüften. Und dann beginn hier, die Knie sanft zu beugen. Und jetzt setzt du den Daumen hier, genau da, wo deine Hose Falten wirft. Schieb hier den oberen Ansatz der Oberschenkelmuskulatur nach hinten, während du dich genau über deinen Daumen nach vorne unten beugst. Führ die Hände zum Boden und dann setz die Hände auf, genau auf der Höhe deiner Füße, immer noch schulterbreit. Bau beide Fußbögen in den Füßen auf. Spür, wie du mehr Energie aufbauen kannst in den Beinen dadurch. Und dann erde dich vom Becken in die Füße in den Boden, zurück nach unten. Atme ein, heb dein Herz halb hoch. Ausatmen, schieb imaginär die Hände in den Boden nach vorne, um die Krone des Kopfes tiefer nach unten zu führen. Prasarita Padottanasana. Bleib hier. Auf der Einatmung hebt dein Herz. Setz die Hände weiter nach vorne und dann führ die Füße näher zusammen. So nah zusammen, dass sie etwas weiter als hüftbreit sind. Für die Hocke beug die Knie und setz dich tief nach unten. Bring die Hände vor dem Herzen zusammen. Und dann schieb hier mit deinen Oberarmen die Knie weiter auseinander. Dein Becken ist geerdet. Krone des Kopfes strebt nach oben. Bleib hier für eine tiefe Einatmung. Atme alles und vollständig aus. Und nochmal tief ein. Alles aus. Und tief ein. Alles aus und ganz leise lässt du den Po nach unten kommen und streckst die Beine lang nach vorne aus. Okay, wir schnappen uns einmal unser Bolster. Oder wenn du hast Kissen, Decken, irgendwas, was dem ähnlich sehen könnte. Und es ist relativ fest, mein Bolster. Blöcke brauchen wir gleich. Das Erste, was du machst, wir machen einen Twist über das Bolster. Ich setze die rechte Seite von meinem Becken vor das Bolster und beide Knie gehen nach links. Relativ nah dran, also wirklich
fest berührend. Bring dann die Hände nach vorne, dreh den Oberkörper parallel über das Bolster und dann beug die Ellenbogen, leg dich ab, dreh den Kopf, dass die linke Schläfe auf dem Bolster ist. Ich bleib kurz oben, damit das Mikrofon meine Stimme aufhängt. Aber dein Kopf dreht jetzt hier nach rechts. Die linke Schläfe ist auf dem Bolster. Gesicht ist weg von den Knien. Halte das hier. Entspann die Ellenbogen nach unten in den Boden. Und das Wichtigste hier in dieser Übung ist eigentlich, dass die Arme dich nicht aufhalten. Das heißt, du führst die Arme, soweit du kannst, weg von dem Bolster und lässt die Schulterblätter sanft zu beiden Seiten des Bolsters nach unten gleiten. Entspann den Bauch. Und lass die Anspannung aus den Handinnenflächen gehen. Löst die Zunge vom Gaumen. Und dann dreh den Kopf zur anderen Seite, dass der Nacken sich entspannen kann und du vielleicht noch ein bisschen nachgiebiger wirst mit der rechten Schulter, dem rechten Ellenbogen, der mehr nach außen gleiten kann. Twists sind ausgleichend für dein Nervensystem. Und in diesem Twist überlassen wir uns komplett der Schwerkraft. Das heißt, wir müssen wirklich gar nichts tun, keine muskuläre Aktivität hier. Vielmehr nutzt den Atem jetzt, um tiefer und tiefer hineinzusinken in diese Haltung. Auf der nächsten Einatmung kommst du langsam zurück nach oben. Richte dich auf. Lass dir Zeit. Wenn du lange irgendwo drin warst, darfst du auch langsam wieder rauskommen. Und dann drehen wir uns einmal zur anderen Seite. Legen das Bolster wieder ganz nah ab vor der Außenseite des Beckens. Oberkörper dreht hier frontal über das Bolster. Und dann legst du den Kopf so ab, dass das Gesicht weggeht von den Knien. Wenn dir das zu intensiv ist im Nacken, dann dreh den Kopf in die Richtung der Knie und bleib dort. Entspann noch einmal die Schultern. Entspann den Platz zwischen den Augenbrauen. Komm hier mehr und mehr in die Zwerchfellatmung, indem du tief in den unteren Bauch atmest und der Bauch sich hervorwölben darf Richtung Bolster. Und da das Bolster da ist, merken wir richtig die Ausdehnung im unteren Rücken über den Atem. Auf der nächsten Einatmung, heb den Kopf, dreh den Kopf zur anderen Seite und leg ihn nochmal ab. Entspann vielleicht die Ellenbogen noch ein bisschen mehr nach außen, weg vom Bolster.
noch einmal tief einatmen. Alles aus und dann komm ganz langsam zurück wieder nach oben. Bring das Bolster für einen Moment zur Seite und streck beide Beine lang vor dir aus für Dandasana. Zieh das die Gesäßmuskulatur einmal nach hinten raus hier. Setz die Hände ab zu beiden Seiten neben dem Becken. Flex die Zehen und dann pointe den Fuß. So, das eine ist, ich ziehe die Zehen zu mir ran, zum Schienbein, das ist geflext. Und ich pointe den Fuß wie so ein Ballerina-Spitzenfuß. Flex und point. Und flex und point. Und flex und point. Und jetzt bitte ich dich mal, Floin zu finden. Also wir flexen zuerst den Fuß und dann drücke ich mit dem großen Zehenball nach vorne, spreiz die Zehen auseinander, heb dein Herzbrustbein nochmal. Streck dich lang, vom Becken bis über die Krone des Kopfes, Blick ist wieder fixiert auf einen Punkt, der vor dir liegt. Atme gleichmäßig ein und aus. Auf der Einatmung streck die Arme jetzt nach oben zur Decke. Ausatmen, neig dich wieder genau über den Punkt, wo du vorhin deine Daumen hattest, wo die Hose Falten wirft, nach vorne unten im Paschimottanasana und die Füße bleiben geflointet, sodass sowohl die Vorderseite als auch die Rückseite deiner Beine aktiviert ist. Setz die Hände gerne auf an den Außenseiten deiner Unterschenkel, vielleicht der Knie oder vielleicht der Fußgelenke, wo du hinkommst. Drück die Hände in den Boden und dann zieh dich mit dem Brustbein weiter nach vorne. Senke die Ellenbogen mehr leicht nach außen unten, sodass das Brustbein tiefer kommt. Halte den Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule. Für noch 4 bewusste Atemzüge schließ die Augen. Und das, was wirklich beruhigend fürs Nervensystem ist, der Moment, wo wir uns selbst zuwenden und all die Antennen, die immer nach außen gerichtet sind, um alle möglichen Sinneswahrnehmungen aufzunehmen, hier nur noch auf unser Innerstes ausgerichtet sind. Auf der nächsten Einatmung heb zuerst den Blick, aktivier die Beine, zieh die Sitzknochen zueinander und dann komm ganz bewusst zurück aus der Stellung. Von hier kommen wir zurück auf die Knie und wir bauen uns nochmal mit unserem Bolster und einem Block eine modifizierte Kindeshaltung. Ich lege, wenn du nichts da hast an Block und Bolster, dann komm einfach in dein ganz normales Kind. Und wenn du ein Bolster hast, leg es vor dir ab oder eben eine Decke oder ein Kissen und ich setze meinen Block unter das Bolster. Fädel dann meine Arme drunter durch und leg mich hier auf dem Bauch ab. Dreh den Kopf zu einer Seite. Und entspann noch mal mehr von meiner Vorderseite nach unten in das Bolster, sodass die Rückseite sich auch mehr und mehr ausdehnen kann. Und in dieser Form der Kindeshaltung, gerade wenn du es machst mit dem Bolster oder vielleicht einem Kissen, ist wirklich dieses schöne Gefühl, wie, man fühlt sich wie so ein kleiner Koala-Bär, der sich mal festhalten darf an etwas. Und das haben wir viel zu selten, weil sich vielleicht andere an uns festhalten oder wir für andere stark sein müssen. Und hier hast du wirklich die Möglichkeit, dich einmal selbst festzuhalten, dir selbst diese Umarmung zu schenken, dir selbst die Stütze zu sein. Dich in dir selbst zu verankern, ist alles da.
Auf der Einatmung heb den Kopf, dreh den Kopf zur anderen Seite. Leg die linke Seite der Schläfe ab auf dem Boden, auf dem Polster. Und dann entspann hier nochmal ganz bewusst das Kiefergelenk und die Stirn und die Kopfhaut. Und auch hier ganz langsam, heb den Kopf, richte dich auf und jetzt nimmst du den Block unter hervor und legst ihn oben drauf auf das Polster. Letzte Übung mit Polster. Setz dich bitte einmal vor dem Polster ab. Für Supta Baddha Konasana bringst du die Fußsohlen zueinander, die Fersen nah ans Schambein und dann legst du dich nach unten ab. Auf den Block. Der Block sorgt dafür, dass dein Kinn leicht Richtung Brustkorb kommen kann. Und das wiederum ist wichtig für den Vagusnerv, der hier hinten lang fließt. Der wird dadurch stimuliert. Und dein Körper kriegt das Signal, alles ist okay. Du kannst dich entspannen, du kannst loslassen jetzt. Handinnenflächen. Zeig nach oben zur Decke, sodass auch die Schultern ganz locker und entspannt sind. Du kannst gerne den Mund mal öffnen, als ob du ein O oder A sagen würdest. Und dann lass den Mund entspannt zurückkommen in die natürliche Form. Zunge ist diesmal gelöst vom Gaumen und sinkt tief nach hinten in die Mundhöhle. Ganz locker, lass die Zunge ganz breit werden gefühlt, die Anspannung raus aus der Zunge, dem Mund, Partie um den Mund herum. Mach die Anspannung aus dem inneren Ohr. Atme hier tief ein auf 4. Zähle innerlich für dich mit, wie du ausatmest auf 6. Ein auf 4. Und aus auf 6, vielleicht auch auf 8. Ohne, dass du dich anstrengen musst. Und dann heb auf der nächsten Einatmung die Knie nach oben. Streck die Beine lang nach vorne aus. Blinzel die Augen auf und dann komm gestützt über die Hände nach oben. Leg dein Bolster zur Seite.
Leg den Block für einen Moment zur Seite, sodass du Platz hast. Komm in die Rückenlage. Hol dir das rechte Knie zu dir ran zum Brustkorb. Und dann pointe den rechten Fuß, flex aber den linken Fuß. Okay? Zieh das Knie so nah du kannst ran zum Brustkorb. Und dann greif um und greif dir die Rückseite vom rechten Oberschenkel. Verlängere jetzt das rechte Bein nach oben zur Decke. Wenn du magst und es für dich erreichbar ist, kannst du auch das Schienbein greifen. Es ist schwieriger, aber für den einen oder anderen vielleicht genau okay. Flex jetzt die Zehen, zieh sie zu dir ran. Pointe den Fuß im Wechsel. Flex die Zehen, pointe den Fuß. Flex die Zehen. Wir sind immer mit dem oberen Fuß hier beschäftigt. Aber auch der linke Fuß ist aktiv. Zehen sind geflext die ganze Zeit. Halte dann die Zehen geflext im rechten Fuß. Schieb nochmal mit beiden Händen den rechten Oberschenkel mehr nach unten ins Hüftgelenk. Und dann führ das rechte Bein 15 cm rüber nach links, sodass der Fuß knapp außerhalb der linken Hüfte über ihm schwebt. Bleib hier. Atme. Und dann einatmen, führ das Bein zurück und schick es nach vorne zum Boden, leg beide Beine dort ab. Hol dir das linke Knie zu dir ran. Pointe bitte den linken Fuß. Flex den rechten Fuß fest. Zieh die Zehen zu dir ran. Das rechte Bein ist aktiv. Greif mit den Händen um und greif dir die Rückseite vom linken Bein. Vielleicht den Unterschenkel. Ich bleib am Oberschenkel. Flex die Zehen hier und dann pointe den Fuß im Wechsel. Verbinde das Ganze mit deinem Atem. Und dann halte den oberen Fuß geflext bitte. Jetzt aktiv ziehst du den Oberschenkel nach unten ins Hüftgelenk, dass du dich wirklich verankerst, dieses Gefühl von Integration schaffst, weil der Oberschenkelkopf im Hüftgelenk ankommt. Und dann führst du das Bein rüber nach rechts. Nur so 15 cm. Dein Becken, vor allen Dingen dein linker äußerer Po, bleibt am Boden hier. Halte die Verankerung. Führ das Bein diagonal rüber nach rechts, nur 15 cm. Nimm alles wahr, was da passiert. Atme hier. Dann einatmen, bring das Bein wieder zurück und schick beide Beine lang nach vorne. Letzte Übung für heute. Hol dir beide Knie zum Brustkorb, zieh beide Knie zu dir ran, pointe beide Füße. Halt dein Becken auf dem Boden, ohne dass du den Po hochhebst. Und dann greif dir mit beiden Händen die Außenkante beider Füße für Happy Baby. Flex die Zehen in den Füßen und dann steuer die Knie an den Achselhöhlen vorbei nach unten. Fortgeschrittene Yogis unter euch, erdet den Po wieder mehr nach unten, nicht hochkommen mit dem Po. Vielmehr versucht ihr, eine leichte Lordose im unteren Rücken zu halten. Also so, dass die Hand eigentlich noch hindurch passt. Atme hier. Und dann auf der Ausatmung löst das Ganze auf und finde deinen Weg in Shavasana. Und wenn du magst, kannst du sogar das Bolster nochmal nehmen, unter die Knie schieben. Und dann werde weiter mit den Knien als mit den Füßen. Sortiere gern nochmal die Oberarme unter deinem Rücken näher zusammen her, sodass du weit und offen bleibst im Brustbein. Leg die Arme ab, sodass sie dich nicht einengen. Und dann löse die obere von der unteren Zahnreihe. Entspann ganz bewusst den Platz hier zwischen den Augenbrauen. Und lass den Atem jetzt Atem sein, wenn du in der Ujjayi-Atmung warst. Gib mehr und mehr von der Taille ab in den Boden unter dir.
Nimm all die Qualitäten wahr, die die Erde uns bietet, von Nahrhaftigkeit, Entschleunigung. Und lass das an Qualität langsam übergehen in dein ganzes System, all die Stärke, all die Kraft, die aus dem Erdboden hervorgeht, all die Ruhe und Stabilität. Verbinde dich mehr und mehr mit diesen Qualitäten, indem du dein ganzes Gewicht abgibst in den Erdboden. Atme dann nochmal tief ein hier. Alles und vollständig aus. Lass sanfte Bewegung zu in der Peripherie, in den Händen, in den Füßen. Und dann hol die Knie zu dir ran. Roll dich langsam auf deine Seite. Komm gestützt über die Hände nach oben zum Sitzen und schließ gern die Augen hier. Halte diesen Raum für dich. Führ die Hände vor dem Herzen zusammen. Und dann schenk dir selbst nochmal einen tiefen Atemzug. Das Erste, was uns wirklich verankert in uns selbst, ist das bewusste Atmen. Atme alles aus in den Boden. Und dann vertief es noch gleich nochmal, atme tief ein zum eigenen Herzen. Aus in den Boden und dann beug dein Kinn Richtung Brustkorb, honoriere dich selbst, deine Praxis und deine Fähigkeit, die du in dir trägst, dich selbst wieder zu verwurzeln, zu erden. Und ich danke dir sehr dafür, dass du heute da warst und mit mir praktiziert hast. Ich wünsche dir einen ganz schönen Abend und vor allem eine gute Nacht. Namaste.